Da geht es heute mit FIFA 23 und wir machen heute weiter mit dem Alles-oder-Nichts-Spiel in Manchester. In der letzten Folge haben wir den ersten Punktverlust erlitten. Wir haben gegen Real leider nur unentschieden gespielt. Und jetzt geht's gegen United. Wir wollen natürlich United heute schlagen und wollen es natürlich in der Champions League klar machen. So, jetzt muss ich natürlich meine Dings verändern. Zu Beldia in der Innenverteidigung, weil das ist genau diese Aufstellung, die tatsächlich im letzten Spiel den Punkt geholt hat, oder den Sieg geholt hat. Ne, den Punkt. 4-4, ja. Na dann, auf ein neues. Manchester, auswärts. Sieg ist mehr oder weniger Pflicht. Niederlage dürfte ich schon durchsetzen. Alle gewartet haben, dem alle entgegengefiebert haben. Das wird ein absolutes Highlight. Bleiben Sie dran. Schönes Wetter war vorhergesagt worden und so ist es zum Glück auch gekommen. Willkommen hier im Old Trafford. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß. Neben mir hat Frank Buschmann Platz genommen und wir werden das Spiel für Sie kommentieren. Die UEFA Champions League läuft. Es kommt heute zu einem Duell in der Gruppenphase. Manchester United gegen Athletic Bilbao. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte. Von daher dürfte es interessant werden. Ja, so ist das. Wir brauchen drei Punkte. Wir wollen die drei Punkte holen. Ansonsten kann das Thema heute hier durch sein. Hier ist die heutige Aufstellung von Manchester United. Auf der Torhüterposition David De Gea. Marco Verratti steht zusammen mit Casemiro im Zentrum. Und der einzige Stürmer ist zu Spielbeginn Lautaro Martinez. Ja, wie gesagt, es ist mehr oder weniger viel. Können wir wieder diesen Außenspieler so Probleme bereiten? Weil ich so in diesem Innenspiel war. Immer wieder da außen durch. Menu natürlich mit der gleichen Aufstellung wie im Innenspiel. Wir mit der Aufstellung, die quasi dann die zweite oder bis zum Ende gespielt hat. Mit Zubeldia in Verteidigung und Bial Libre vorne im Sturm. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Kepa steht im Tor. Iker Muniain steht mit Mikel Oyarzabal auf dem Flügel. Und sie gehen mit zwei Stürmern in diese Partie. Auf die wird es heute natürlich ankommen. Die sollen die Tore machen. Man traut den beiden ganz Jungen nicht alles zu. Man traut Vidal nicht zu, man traut auf jeden Fall auch Maurice nicht zu. Aber mal schauen, was passiert. Hier in diesem Gruppenspiel der UEFA Champions League. Die ersten 45 Minuten. So, alles oder nichts, wie gesagt. Du oder die. Verlieren ist verboten. Mehr muss ich nicht sagen. Lautaro. Rashford. So ein wenig die Präzision gefällt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Da geht er vorbei. Abgefangen, gut gemacht. Jetzt haben wir mal den Ball. Lautaro Martinez ist so jemand, der könnte heute herausragen. Villa Libre! Villa Libre! Jetzt erstmal Augen auf. Ja! Achte! 0:1, der spielt schon wieder Duanai heute. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Möglichkeit. Weil dann haben wir das nächste gehen nämlich zu auswärtslich Posen noch und zu Hause Neapel. Und Neapel kann das große Finale werden. Sollte das so bleiben, wohlgemerkt, ne? Oder sollten wir das Spiel gewinnen? So rum ist es mehr oder weniger richtig. United ist hinten. Jetzt muss eigentlich sofort eine Reaktion kommen.
Rashford. Und wieder ging es über die Außen. Oh nein. Zwölfte, Lautaro. Der Mensch, der schon zwei Tore gemacht hat. Ball geht präzise ins kurze Eck. Genau da sollte er hin. Und dann bist du natürlich machtlos. Auch wenn es natürlich die Torwart. Tor Nummer 6 für ihn in dieser Gruppenphase. Schade, wie sah man Bisaka? Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ah, Anthony! Der Ballverlust da. Aaron Wan-Bissaka. Einfach stehen gelassen, schöne Aktion. Wieder Lautaro. Das könnte gefährlich werden. Was für eine Chance. Ganz sicher. Und Kepa. United ist ganz gefährlich da vorne. Gerade wie gesagt mit Lautaro Martinez. Scheiße, das wird rein. Der Ballgewinn. Und Grund ist dieses frühe Stören. Blockt den Schuss erstmal ab. Konter kommt. Oh ja, Sabal, Olmo. Oder kriegt er den noch? Ja, der kriegt den noch. Olmo. Oder nicht? Nee. Leider nein. Und Ferrati. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Okay, war schon abseits. In der Abwehr gelauert, da braucht's gutes Timing. Aber hier geht was schief. Abseits. Ja, da hat nicht viel gefehlt. Klar, das ist abseits. Aber wenn es aufgeht, dann hast du wahrscheinlich eine klare Torchance. Und dann wird's richtig gefährlich. Bruno Fernandes. Marc Vivian, Dani Vivian. Jawohl, gut gelöst da. So, jetzt kann man mal gucken, wie es aussieht da. Hey. Kommt nicht durch mit dem Pass, der Verteidiger passt auf. Martinez, glaube ich, war sie, weiß gar nicht. Lautaro Martinez. Der ist ganz gefährlich da vorne drin. Immanuel. Glück gehabt, der Ball ist weg. Ja, wie gesagt, ich hätte mir Lech Posen lieber als Do or Die Game ausgesucht gehabt, aber. Dem ist kein Wunsch gefällt, gerade in der Champions League nicht. Ja, Libre. Williams mit der Chance. Das ist ein bisschen weit weg. Ganz spannende Szene. Macht er genau im richtigen Moment. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Fernandes. Anthony. Ist vorbei außen. Anthony ist vorbei außen und Kepa. Auf dem Papier müsste das hier für sie laufen, das ist ja keine Frage, aber wo sind die Schuhe? Gosabel. Ah, das ist noch nicht wirklich was. Aber jetzt ist auch noch ein bisschen drin in der Partie. Gosabel. Und? Das sah gut aus. Muniain. Nicht das 2-1 für. Bilbao. Ah, Scheiße. Bruno Fernandes. Ballverlust jetzt von Bruno Fernandes. Das Problem, du hast davon. Du darfst. Pause. Es ist Pause, liebe Zuschauer. Das war die erste Hälfte hier. Pause. Scheiße. Auf geht's. Hat er gemacht. Wir bräuchten eigentlich einen zweiten Knipser da vorne drin. Neben Iñaki. Also wie gesagt, so gleich kommst du da außen nicht mehr vorbei. Schöne Aktion. Gosabel. Das sieht vielversprechend aus. Es ist keiner mit dabei. Da geht er vorbei. Anschau kommt er erstmal relativ gut vorbei. Könnte die
Führung werden. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Berardi. Bruno Fernandes. Anthony. Viel mit Auge. Die Fans spüren, jetzt kann der Schuss kommen. Jetzt der Ball, Corozabel. Ah, das ist... So viel zum Thema, das ist... Was machst du da? Spiel den fucking quer! Ne, ich spiel zurück zum Torwart. Ich bin so nett. Du blockierst, du machst einen Fehler. Du provozierst einen Fehler. Da pfeift der Manchester United zurück, gibt Freistoß. Warum pfeifst du den? Warum? Also warum, nicht mal, warum pfeifst du den aber? Sichere Parade. Hey, der muss den nur querlegen. Der muss den nur querlegen. Da ist die Chance für Dani Olmo. Olmo, Mann! United mit dem Wechsel. Nur der Herr verhindert. Mann, ey, der haut den nur. Was macht der da, ey? Warum legt er den nicht rein? Haut er den nicht rein? Kurzer Blick auf die nächste Partie für Bilbao. Ja, es geht gegen Barcelona im nächsten. Ist mir gerade scheißegal, gegen wen es geht jetzt. Da werden sie Punkte. Ah, Moment, jetzt knallt's gleich. Nein, Mann, spiel doch einen vernünftigen Ball mal. Da wäre Platz für den Konter. Spiel doch mal einen vernünftigen Ball. Nö, hab ich keinen Bock drauf. Ich will euch das lieber lassen. Ich bin zum Keeper zurück, weil ich das kann, weil ich so geil finde. Oh ja, lauf doch da raus, ey. Ich spiel mit deiner scheiß Kurzecke. Flanke kommt. Angriff beendet. Ja, mit viel Übersicht. So Abseits kann das eigentlich gar nicht sein, weil das eigentlich nach. Weil Muni ja hin. Ja! Ja, ja, wir führen wieder. Das kann kein Abseits sein, weil der aus der eigenen Hälfte gestartet ist. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Boah, ist das geil, wenn man das jetzt wirklich wieder führt. Ist das die Entscheidung? Ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss. Schiri pfeift das Ding ab. Sancho. Hab dich. So, Vorteil nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Wieder Libre. Ja, spiel doch einen vernünftigen Ball mal. Fernandes. Vielleicht jetzt nochmal die späte Ausgleichschance für Manchester United. Er schießt. Ja, Kipper. Kein Tor. Das muss doch fast der später. Wie gesagt, du oder ich. Wie gesagt, wir führen 10 Minuten vor dem Ende mit 2:2 zu Manchester. Hab dich. Und jetzt ist es der Capitano, der vielleicht ein bisschen platt hat. Der ist platt. Der kann nicht mehr. Der wäre durchgelaufen. Deswegen muss ich den auswechseln jetzt. Das ist halt einfach so. Er muss jetzt leider raus. Sonst hätte ich ihn so gerne drin gelassen. Aber es ist mehr, ist es halt jetzt gerade so. Die sind alle durch, die Jungs. Ich muss jetzt leider ein bisschen durchziehen. Es ist leider so, dass ich jetzt gerade, weil die Gruppe sich sowas von vorausgehalten hat. Natürlich erstmal beendet. Sie holen sich den Ball. Ja, jetzt soll man erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen. Nur noch 4 Minuten Zeit in der regulären Spielzeit. Zu Belia. Oh ja, Sabal vielleicht noch mal. Flanke kommt rein. Nein. Hab ihn. Wieder Oyarzabal. Letzte Minute läuft. 2 Minuten Nachspielzeit. Lässt da noch irgendwie irgendwas laufen. Yes! Das war ein Sieg, den wir unbedingt brauchten. Knapper geht's nicht, spricht schon für die Nervenstärke der Mannschaft.
Das war gut, was er heute angeboten hat. Boah. Das Führungstor war unheimlich wichtig in dieser Partie. Ist immer da, immer zu Hauptsache gewonnen, egal wie. Es ist sowas von scheißegal, wie es ausgeht am Ende. Wir haben diese drei Punkte. Wir sind wieder drin. Und wie gesagt, wenn euch Posen vielleicht eine kleine Überraschung geschafft hat, sind wir wieder voll am Ende. Voll dabei. United unterliegt uns mit 1-2. Wir sind komplett wieder drin in der Musik. Wie haben sie denn gespielt? Steht kein Ergebnis drin. So, gucken wir mal gerade, was die Champions League betrifft. Ich mache jetzt die Feierabend. Ja, warte mal, Napoli haben die unentschieden. Die haben tatsächlich unentschieden gespielt. Genau das, was ich meine. Es ist eine dicke Überraschung drin. Napoli patzt gegen Posen. Wir sind wieder voll on fire, Jungs. Wir haben der Vorteil, wir müssen jetzt das nächste Spiel in Posen. Wenn wir da gewinnen und Napoli unterliegt, schlägt United oder wie auch immer. Oder auch spielt unentschieden, dann hätten wir 10 Punkte und United hätte maximal 6, dann wären wir weiter. Dann wären wir safe durch. Das kann jetzt im nächsten Spiel mit einem Sieg, wenn Napoli gewinnt, also United darf nicht gewinnen und wir müssen unser Spiel gegen Posen gewinnen. Und dann sind wir in der nächsten Runde. Mit diesem Sieg in Manchester, diesem ganz, ganz wichtigen Sieg, ich habe ja gesagt, do or die, wenn wir das Ding heute verloren, dann hätten wir genau diese drei, hätten wir 4 Punkte gehabt, United hätte 8 gehabt und dann wäre das Thema gegessen gewesen. Weil dann hätten wir es wahrscheinlich nicht mehr machen können. Aber so, wie gesagt, es kann in der nächsten Partie tatsächlich mit dem Sieg, kann es tatsächlich soweit sein, dass wir durch sind. Wir spielen in Posen, lass uns Posen schlagen, steckt Napoli, United oder wie es weiß, spielen sie unentschieden, ist das Ding durch und wir haben es geschafft. Wir stehen in der nächsten Runde. So. Ja, das ist gerade egal. Ich wollte eigentlich gar nicht haben. Gut, das nächste Spiel gegen Barca sehen wir uns dann an morgen oder am Montag. Überlege gerade. Es müsste jetzt Partie Nummer 7 sein, ne? Warte mal, ich gucke nach. Bevor wir jetzt was Falsches sagen. Wir haben angefangen. Puh, Sekunde. Ich muss gerade ein bisschen atmen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, das ist die 7. Partie. Ich glaube ja, da müsste passen. Warte mal, ich rechne das jetzt durch. Also, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Wir sind am Donnerstag. Mit dieser nächsten Partie. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns trotzdem morgen wieder. Dann um 14 Uhr, wenn ihr Bock drauf habt, mit dem Spiel gegen den FC Barcelona. Der dritte Brocken in Folge. Ob wir es mal schaffen, die zu schlagen. Das schauen wir mal. Aktuell haben wir noch einen guten Vorsprung. Wir haben das Do-or-Die-Game gewonnen. Das war alles wichtig. Alles andere war unwichtig erstmal. Und ich freue mich, wenn ihr trotzdem wieder anschauen würdet. Morgen um 14 Uhr. Hier bei FIFA 23. Bis dann. Tschüss.